Ja, was natürlich nicht lustig ist, wenn man im Rollstuhl sitzt. Oder auch sonst etwas gehbehindert ist. Ja, aber drei Haare muss natürlich dazu sein. Und sicher, die möchten ja auch ganz gerne mal in Urlaub fahren. Richtig, und in einem normalen Wohnmobil ist es natürlich etwas schwierig möglich. Mhm. Und hier werden Wohnmobile gezeigt, wo das Ganze schon so konstruiert ist, dass es auch für Rollstuhlfahrer gut geeignet ist. Mhm. Da schauen wir jetzt mal rein. Ja. So, schauen wir in den Wohnwagen rein. Alles etwas breiter. Ja, ist klar, muss es ja, damit man eventuell mit dem Rollstuhl sich ja auch hier drehen kann. Ja, aber das geht sehr gut. Sehr zweckmäßig, so wie das hier alles aussieht. Ja, das ist leider behindertengerecht und Falltür. Machen wir die Falltür zu, so ist gut. Mit Vorhang. Ja klar, ist leichter zu bedienen eventuell. Aha, und das ist der Kleiderschrank. Also Dusche ist hier keine vorhanden. Ohne Dusche ist natürlich auch schwierig, so einen großen Wohnwagen. Okay, ja. Ja, schon, oder? Ja, ich weiß es nicht, wie dann so die Bedürfnisse einfach irgendwie sind. Naja, also hier in dem ist das jetzt einfach drin. Hier ist ein Doppelbett, wo man gut mit Rollstuhl hinkommt. Aber ohne Dusche ist natürlich das schon für so eine Fahrzeuglänge etwas. Da fehlt was. Ja, okay, wir schauen mal in die anderen. Es sind ja mehrere Modelle da. Genau. Da hier sind wir in einem weiteren Wohnwagen, der ist etwas kürzer, weil es hier ein Querbett gibt. Und die Ussi hat sich kundig gemacht, wie das mit der Dusche aussieht. Ja, und ich habe hier ein Prospekt bekommen. Also es ist auch auf Wunsch mit Duschen einbaubar. Das ist also ganz individuell. Hier auf der Messe haben sie jetzt leider nur die zwei Wohnwagen ohne Dusche, aber jederzeit ist das möglich. Aha. Und hier auch wieder mit Behinderten-WC, mit behindertengerechten WC. Ja, genau. Und das kann man auch ganz normal benutzen. Ja, allerdings wieder ohne Tür, sondern mit Vorhang, weil es offensichtlich dann etwas einfacher zu handeln ist. Ja. Ja klar, und aber das vom Design her und alles finde ich das eigentlich ganz schön. Also es gefällt mir. Schön freundlich. Ja. Also mir gefällt es, ja. Na, dann irgendwie Verschlüsse. Oder ich will jetzt nicht überall rumprobieren. Ja, das braucht es nicht, es geht ja hier um Behindertengerecht. Ja genau, aber das sieht doch ganz nett aus. Und klar. Ist alles etwas anders, man soll ja mit dem Rollstuhl durchkommen. Mhm. Ja, aber alles gut. So, da haben wir einen Ford Transit, einen normalen Kastenwagen. €80.000 plus der Lineo. Und da schauen wir mal rein, Ussi. Ja, und hier gibt es noch optional ein elektrischer Lift. Der kostet knappe €11.000. Aha. Gehen wir mal rein und schauen nach. Etwa. Und hier sieht man schon alles schön breit für den Rollstuhl. Mit Glissana-Toilette. Und das Bett wird dann hinten zusammengebaut. Ja, es ist halt alle, ist ein Van aufgebaut, so ähnlich wie ein Van natürlich, alles viel breiter. Und
rollstuhlgerechter. Ja. Aber interessant. Sehr schön. Das ist gut. Ist auch schön, dass die Hersteller sich auch Gedanken machen über Menschen, die nicht so mobil sind. Ja, eben, mobil wollen sie ja sein. Mit Rollstuhl. Also ich würde sagen, mobil trotz Rollstuhl. Ja, das ist eine feine Sache, finde ich. Ja. Im Zwischengang vor der Halle 2 kann man sich das anschauen. Genau. Interessant. Und ist es bequem zum Rein- und Aussteigen? Geht gut, aber Rollstuhl brauche ich nicht. Also, da haben wir den Julian von der Firma Brecht Caravan, früher Sperrfechter aus Heilbronn. Ja. Und ihr baut diese Fahrzeuge oder ihr baut alle Fahrzeuge behindertengerecht um? Also ein gewissen Teil von Fahrzeugen, es kommt darauf an, wie die Grundausstattung oder der Grundriss vom Fahrzeug ist, natürlich wichtig. Das heißt, man braucht ja auch eine breite Einstiegstür. Natürlich. Ja, also ein normales Wohnmobil geht vermutlich nicht. Ja, sind wir noch nicht dran. Das ist unser erster Prototyp von einem Kastenwagen, den wir jetzt angefertigt haben. Aha. Den wir jetzt alles schon komplett weit umgebaut haben, dass man sich dann bewegen kann, ins Bett kommt, zur Toilette kommt, zu duschen kann. Und auch Tisch und Kühlschrank, wenn alles trotzdem bedienbar bleibt. Wir haben jetzt 10, da war jetzt nirgends eine Dusche drinnen, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass hier eine Dusche mit einbaut, genau, die man dann auch behindertengerecht nutzen kann, als er etwas größer ist. Genau. Es geht halt dann ein bisschen vom anderen Platz weg. Genau, richtig. Muss man ja dem gucken, wie der Grundriss ist, was kann man machen, wie kann man es machen. Das heißt, man kann sich einen beliebigen Kastenwagen raussuchen und ihr baut ihn dann behindertengerecht um? Oder? Wir sind dann beim Markenhändler und wir spezialisieren uns halt drauf, gerade diese Marken, die wir auch vertreten, umzubauen. Also auch nicht direkt Fremdfabrikate, da man einfach halt zum Beispiel in Garantiesachen sind und ähnliches dann direkt schlägt Zugang zu Ersatzteilen. Ja. Welche Marken sind es, die ihr vertretet? Also wir haben jetzt im Wohnwagenbereich Hobby, Fendt, Büschner, Eriba, dann haben wir Bereich Hyma, Carado, auch nochmal Büschner, das ist ein recht großer Teil, was wir da alles. Und da kommt dann jeder Kastenwagen in Frage? Nicht alle. Nicht das alle. Kommt natürlich halt auch mal ein Stockgrundriss davon und Länge, alles mehr. Das sind ein paar kleine Faktoren, aber es ist schon ein recht großer Teil, was wir machen können. Wir haben jetzt auch einen kleinen Flyer auch wahrscheinlich mit Einzelbetten bauen können. Okay, und wie lange habt ihr jetzt da schon Erfahrung dabei? Wir sind jetzt seit 2020 dabei. Barrierefreiung zu bauen. Also habt ihr schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ja. Und wenn es noch fragt, preislich, was, wenn ich mir einen Carado oder einen Hyma raussuche als Kastenwagen, was muss ich ungefähr rechnen, dass es sich verteuert, wenn es behindertengerecht umgebaut wird? Ist natürlich recht individuell, was gebraucht wird. Ist zum Beispiel benötigt, dass man eine Küche umsetzt oder eine Heizung drin, ob es eine Glissana sein soll, die normale Banktoilette reicht oder einen Toilettenraum öffnen muss oder nicht. Das ist recht individuell und schwer zu sagen. Das ist ganz. Kommt noch an, was für ein Bau wir haben. Muss ein Bett hoch, runter gesetzt werden. Ah, okay. Also so rund sind wir bei ca. 10.000, wenn wir uns mal anpeilen. Mhm. Ich hatte klar, was wir brauchen. Wir haben jetzt gesehen, hat der Glissana-Toilette drinnen. Ist die in allen standardmäßig oder bauen die auch normale Kassettentoiletten ein? Ja, also wenn wir zum Beispiel bei den zwei Wohnwagen hier stehen, sind ganz normale Tedford-Kassettentoiletten drin. Also alles drinnen, aber Glissana hat sich auch hier wieder bewährt. Wir haben auch schon mal ein Video über Glissana gemacht. Wir sind aber immer noch unschlüssig, was wir da machen wollen. Okay. Also, vielen Dank für die Informationen, das war hilfreich. Und wer Interesse hat, Brecht Caravan Heilbronn. Genau. Wir verlinken die Firmenadresse unten. Danke. Vielen Dank. So, hier haben wir den Joachim
von Baravan, Joachim Glück. Und er hat hier einen Morello umgebaut. Das ist also schon mal ein Kundenfahrzeug. Genau, das ist ein Kundenfahrzeug. Und es ist individuell für den Kunden umgebaut, als Beispiel, was man alles machen kann. Und wir führen uns das jetzt mal vor. Genau, also das ist hier eine Sitzlösung über dieses Liftsystem. Der Sitz ist dann drehbar. Man kann dann ins Fahrzeug eingeschoben werden. Gut. Und da kann man gegebenenfalls auch entweder einen neuen Rollstuhl übernehmen oder wenn jemand noch zustehen kann, der kann dann aufstehen. Genau, es gibt auch noch eine Variante, die ohne Sitz ausgestattet ist. Die hat nur einen Tritt vom Prinzip her, der dann nach oben fährt. Genau, das ist für körperlich Eingeschränkte, die eben noch stehen können. Jawohl. Hier ist die sitzende Variante und hier kann dann innen umgesessen werden auf diesen Platz hier neben der Seite. Mhm. Ja. Und dann gegebenenfalls auch weiter Richtung Beifahrerplatz. Das ist eine sogenannte Passivlösung. Das heißt, man kann den auch so erweitern, dass der bis ganz vor zum Beifahrer geht. Genau, zum Beifahrer. Dort können wir euch nachher nochmal zeigen. Eine Rollstuhl-Sicherungseinheit einbringen, sodass man im Rollstuhl sitzend mitfahren könnte oder dann gegebenenfalls auf eine Transferkonsole sich übersetzen kann. Je nachdem, was für eine Bewegungseinschränkung da ist, wenn das Krankheitsbild dann da ist. Das ist also ganz individuell und das sieht man auch hier an dem Video, da zeigt man dann noch ein paar individuelle Lösungen, genau, was alles möglich ist. Die Hinterladung eines Rollstuhls, sogar ein sogenanntes Robotsystem, das vorfährt bis zum Fahrerplatz, den Rollstuhl dann aufnimmt und den Rollstuhl nach hinten in den Kofferraum dann bewegt. Und hier jetzt in diesem speziellen Fall ist es so vorgesehen, dass da eine zweite Person, eine Begleitperson zum Heck geht und den Rollstuhl einfährt, oder? Genau, richtig. Ja, schauen wir mal hin. Nach dem Umsitzvorgang wird dann hinten der Rollstuhl verladen. Ich zeige es Ihnen mal kurz, wie es dann funktioniert. Hier über eine Kabelverbindung, über die wir dann den Rollstuhl auf den Boden senken können. Der ist dann eingehängt an diesem Haken und wird dann, nachdem er eingehängt wurde, also könnte jetzt nach vorne gefahren werden, wenn der Rollstuhlfahrer sich wieder umsetzen möchte, von diesem Sitz am Lift auf den Rollstuhl. Und wenn man den aufräumen möchte, dann könnte man diesen Rollstuhl jetzt hier reinfahren. Das ist nicht der Kundenrollstuhl. Der Kundenrollstuhl ist etwas schwerer, deshalb wurde dieser Lift hier auch eingebaut. Mhm. Das ist jetzt ein relativ leichter Rollstuhl, ein Leichtbaurollstuhl. Den könnte man alternativ natürlich auch von Hand einladen. Aber für den elektrischen? Genau, für einen leichten Elektrorollstuhl genauso geeignet, bis 120 Kilogramm diese Verladung. Prima, also das ist alles möglich. Da bedanken wir uns für die kurze Vorstellung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ist alles möglich, nicht nur für Morello, sondern auch für andere Reisemobile natürlich. Ja. Wir bauen auch sehr, sehr viele Oldtimer um. Wir kommen ja ursprünglich aus dem Autobereich. Kehrmaschinen, Gabelstapler, Radlader, Traktoren, also all dies wird bei uns umgebaut für Menschen, die dann wieder in ihrem Beruf tätig sein können, nach einem Unfall oder nach einer schweren Krankheit zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Wir blenden von dem Video ein paar Szenen ein, dann sieht man, was alles möglich ist. Hier ist es bei Morello anzusehen in Halle 2 auf der CMD 2024. Joachim, vielen Dank für die Information. Sehr gerne.